So, hier sehen wir das jetzt mal in einer Live-Situation. Das hier ist jetzt Luna. Das läuft hier mit einer ziemlichen Last. Das Rendering hier, das zeigt an, wie der Durchsatz in der DAW selber ist. Und hier oben, da sehen wir verschiedene Parameter. Und ich habe das jetzt schon mal warm laufen lassen. Das läuft jetzt ungefähr eine Stunde. Und jetzt können wir mal sehen, wie das hier insgesamt aussieht mit der Last. Ja. Wir gehen dann einfach mal hier hin gucken. Da sieht man, das läuft dann da in. Da irgendwo habe ich den eingeschaltet. Da unten, da war die Einschaltzeit. Und ab dem Zeitpunkt läuft das Ding hier durch. Gibt so ein paar Lastspitzen. Das war vermutlich, keine Ahnung, was das war. Kannst nicht sagen. Aber man sieht da normalerweise, wenn da nicht allzu viel los ist, dann ist die Last noch viel kleiner. Das hier ist jetzt unter eben relativ hoher Last. Jetzt gucken wir mal weiter. Hier haben wir jetzt 75 Grad und wie wir sehen, sind wir mit dem Lüfter immer noch bei 2705. Da hat sich auch nichts geändert in der Zeit, wo das jetzt dann gelaufen ist. Mal gucken, wo sind wir da? Nehmen wir die höchste mal hier. Das Luna, der Song, der läuft einfach im Loop. Da sieht man, dass dann die Lastverteilung in der DAW, je nachdem wie viele Plugins da laufen, dann auch unterschiedlich sind. Deswegen ist es da so wie hier eine Wellenform, die dann die Temperatur anzeigt. Aber das geht nicht über 77, 78 Grad hinaus. Und der Lüfter ist komplett konstant, mehr oder weniger. Da passiert nicht viel. Hier auch nicht. Da, der läuft ein bisschen schneller als der hier. Nun gut. Und dann sehen wir hier die Total Power, also was das ganze Ding zieht. Da ist es noch nicht eingeschaltet und ab da läuft er dann mal, hier haben wir einen Spitzenpegel, 37 Watt. Ansonsten sind wir da irgendwo im Mittel bei, keine Ahnung, 26 ungefähr. Ne? Ja, so sieht das hier jetzt temperaturmäßig aus. Jetzt machen wir mal schnell das Fenster zu, damit wir mal hören können. So. Wie wir hören, hören wir nichts, außer eben im Hintergrund immer noch etwas Straße. Das ist kein vollständig abgedämmtes Zimmer. Ich gehe mal mit dem Mikro da näher an den Laptop hin da. So, keine Ahnung, ob man da jetzt was gehört hat. Ja, also wenn ich mit dem Ohr dran gehe, dann höre ich da was. Aber es ist minimal, wenn ich jetzt so davor sitze, dann höre ich den Lüfter gar nicht. Sprich, das Ding ist eigentlich unhörbar. Ja, jetzt gehen wir dann da nochmal zur Auslastung. Das haben wir ja hier schon gesehen. Und dann haben wir jetzt hier den Speicher, um den ging es ja eigentlich. Ne? Hier. Ja. Weiß gar nicht, warum das jetzt hier so ist, dass es da runtergegangen ist. Aber das hier, weil ich habe da eigentlich zwischendurch gar nicht mal gestoppt gehabt. Das lief da einfach in Loop. Aber die Speicherauslastung ist jetzt ungefähr 50%. Also der dicke Luft nach oben, der hat 32 Gigabyte Speicher eingebaut hier. Dann gucken wir mal, da zeigt nämlich, so viel ich weiß, wie man hier Speicher. Ja, wie man sieht hier, insgesamt belegt Luna ungefähr 30% vom System CPU, also von der Power. Hier, das ist der Screen Reader, das Aufnahmeprogramm für den Bildschirm. Jetzt gucken wir mal, irgendwo haben wir doch da noch mehr Informationen über den Speicher, hatte ich da mal gesehen. Prozessor, Speicher. Weiß ich im Moment nicht mehr. Ah ja, dann müssen wir da oben, da ist es. Bei Memory. Ne? Also der Apps-Speicher ist jetzt 17,49, sind im Speicher selber. Wir haben auch im Cache noch was drin. Allerdings ist das wahrscheinlich irgendwie der Browser oder was auch immer. Weil das Luna-Projekt selber, das ist mit Sicherheit komplett im Speicher. Das ist hier, das hier.
Ne, das wird aus dem Speicher herausgefahren. Das braucht überhaupt nicht auf den Cache zu greifen. Da ist einfach nur das, was im Moment absolut gar nicht gebraucht wird. Das ist Browser und E-Mail, das im Hintergrund offen ist. Okay, jetzt gucken wir hier mal. So, also da sieht man es jetzt deutlich. Hier, das ist der Normalspeicherverbrauch, den man sieht, wenn man einschaltet. Wobei man jetzt sagen muss, bei Linux und auch Unix-Systemen, Mac ist ja unten drunter ein Unix-System, die verwenden immer möglichst viel Speicher. Alles, was läuft, versuchen die in den Speicher zu bringen, weil das die schnellste Art und Weise ist, wie der Prozessor damit arbeiten kann. Von daher ist das jetzt nicht unbedingt ein Kriterium, dass jetzt hier auch schon 25 oder über 25% zu sehen sind. Ne, weil der lädt halt alles, was offen ist, geht in den Speicher rein. Wenn da genug vorhanden ist, dann ist das ja auch kein Problem. Gut, was gibt es denn dann sonst noch zu sehen? Ja, da ist noch ein komprimierter Speicher. Frei ist auch noch jede Menge, da ist es also ein bisschen weniger als die Hälfte. Noch frei, also da ist noch Luft nach oben. Allerdings läuft jetzt in dem Projekt auch überhaupt kein Instrument oder ähnliches, was dann großartig Speicher belegen würde. Nehmen wir an, wenn man jetzt da noch 4, 5, 6, 10 Instanzen, irgendwelche Sampler da laufen hat, dann sieht es auch nochmal anders aus. Swap sieht man hier, ja, da ist nichts. Ne? Also der lagert überhaupt nichts aus auf die Festplatte, sondern es läuft komplett im RAM. Und wie der jetzt da was komprimiert, das weiß ich nicht. Das ist technische Feinheiten, die man eruieren kann, wenn man lustig ist oder mal einen Programmierer fragen. Aber alles, was läuft, das ist im Speicher und sonst nirgends. Okay, dann könnte man dann hier mal noch das vom Apple selber dargestellt Ding. Das ist allerdings vom Zeitrahmen her weniger aussagekräftig, weil das immer nur ein Ausschnitt zeigt. Ja. Und da ist, also der meint jetzt, also hier Apple selber meint, ja, kleckerles Kram, ist nicht weiter bedeutungsvoll, was hier jetzt im Speicher passiert. Ja. Also mit 32 GB ist man hier gewappnet, auch für wesentlich größere Projekte, wenn es darum geht, jetzt Instrumente laufen zu lassen, die dann nochmal mehr Speicherbedarf haben. Obwohl man dann sagen muss, ja, die meisten Sampler, die lagern immer irgendwo was aus oder streamen von der SSD oder wo auch immer die Samples liegen. Ne. So, wie man sieht, da unten ist natürlich jetzt auch mal ein bisschen mehr noch zu sehen. Da sind wir schon fast am Anschlag, aber jetzt hören wir auch noch mal. Also der spielt das völlig ohne Knackser oder Aussetzer oder was auch immer ab. Das ist völlig egal. Das könnte ich wahrscheinlich jetzt nochmal 10 Stunden laufen lassen. Da wird sich auch nichts dran ändern. Also man kann sehen, das Ding ist wirklich optimal geeignet für Audio in jeglicher Hinsicht. Läuft problemfrei und jo. Außer sich tatsächlich mit Musik zu beschäftigen, muss man nicht unbedingt irgendwas anderes machen. Ja, wenn man mal die ganze Sache eingerichtet hat. Okay. So viel dazu. Much fun.